wird. Der Gipfel, er beschäftigt das Karo-Viertel schon seit Monaten. An fast jedem Haus hängen Transparente. Ein Laternenmast trägt eine Häkelbandage mit der Aufschrift G20 not welcome und ein paar Meter weiter können Bewohner Schimpfwörter gegen den Gipfel auf ein Schaufenster kritzeln. Und seit Wochen dröhnen über dem Viertel die Hubschrauber der Polizei.